Hast du Lust auf einen stärkeren Helikopter? Auf einen schnelleren Panzer? Dann besorg ihn dir jetzt! Den Cargo Tank! Wer sich schon immer einen starken Helikopter gewünscht hat und der Meinung ist, dass das mächtige MG der Hydra eine zu geringe Reichweite hat und die Raketen eine zu geringe Kadenz, der kann einen Cargo Bob einfach nachrüsten zu einem Cargo Tank. Mit Hilfe eines Tanks wird der Cargo Bob zu einer gefürchteten Waffe im Luftkampf. Man hängt einfach den 60 Tonnen schweren Panzer unten auf den Haken. Somit rüstet man dann mit Hilfe eines zweiten Spielers, der unten im Tank sitzt, den Cargo Bob mit einer mächtigen Kanone aus, die eine gute Reichweite und enorme Feuerkraft besitzt. Und auch noch 360 Grad herumschießen kann. So kann man sowohl Boden- als auch Luftziele sehr effizient bekämpfen. Wie man sehen kann, haben die Polizeihelikopter nicht die geringste Chance, nahe heranzukommen. Würde man mit Raketen eines normalen Choppers auf die Cop-Helikopter schießen, müsste man viel länger warten, bis sie im Ziel sind, und sollte man das MG verwenden, muss man ja immer den ganzen Heli wenden. So kann sich aber der Pilot auf das Fliegen und der Tankfahrer auf das Schießen konzentrieren. Das nächste, was echt witzig ist, ist, dass der Heli-Pilot immer nur maximal 3 Sterne bekommt und der arme Tankfahrer unten 5. Der Tank kann ohne größere Probleme auch immer wieder abgeworfen und wieder aufgesammelt werden. Da die Cops, wenn der Tank auf dem Cargo Bob hängt, beinahe immer nur auf den Tank schießen, dauert es auch recht lange, bis der Cargo Bob Schaden nimmt. Sollte das so sein, wird man eh durch den Rauch, der erscheint, aufmerksam und kann den Tank abwerfen und mit seinen 3 Sternen einfach fliehen. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass der sehr langsame Tank schnell auf alle Punkte der Karte gebracht werden kann. Wäre der Cargo Bob also kaufbar bei Pegasus und hätte man immer einen zweiten Spieler, kann man so echt gut gegen die Cops oder andere Spieler kämpfen. Oder auch einfach andere Spieler trollen. Viel Spaß mit dem Rest des Videos.